Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, wie man eine Glimmerfliege fängt, anzunehmen bei Kowalskos, in der Bastion, an dieser Stelle. Vorquests waren mehr Schwingen und Fäden finden. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquests oder Folgequests, schaut in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, wo ich komplette Questreihen aufgenommen habe. Unter anderem zum Erfolg Besucher der Bastion, wo auch diese Quest dazu gehört. Also Schwingen der Freiheit. Und jetzt müsst ihr euch in den Videos nicht komplett durchklicken, um eure Quest zu suchen, wo ihr Hilfe benötigt. Sondern ich habe in die Videobeschreibung eingetragen, an welchen Zeitpunkten ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zu eurem gesuchten Quest oder zum gesuchten Untererfolg schwingen. Denke mal, das ist ziemlich hilfreich. Bei dieser Quest habt ihr vielleicht schon bemerkt, man hat ein Quest-Item mitbekommen, das man auch im Inventar findet, könnt es also auch von da benutzen. Questgebiet ist hier, bin also von da unten da entlang gelaufen, diesen Weg entlang. Und nun zeige ich euch, was zu tun ist. Ich werde das Quest-Item von der Quest aus benutzen. Wenn ihr einen Bug habt, dass es nicht angezeigt wird, wie gesagt, vom Inventar. Hier seht ihr diese verhungernde Glimmerfliegen. Die soll man ja looten. Das geht aber nicht, wenn sie umherflattern. Also muss man das Quest-Item benutzen. Und dann landet die Glimmerfliege und man kann sie fangen. Es kann passieren, dass wenn zwei Glimmerfliegen nebeneinander sind, dass beide auf einmal kommen. Ich teste es hier mal. Mal schauen, ob das... Ja, seht ihr? Kommen zwei auf einmal. Dann kann ich beide auf einmal fangen. Wunderbar. Es hat mal was geklappt, was ich euch zeigen wollte. Unglaublich. Ah, die stehen auch ziemlich nah zusammen. Ansonsten, ihr seht es, Questgebiet ist ziemlich groß. Einfach Ausschau halten, wo diese umherflattern und dann da das Quest-Item benutzen. So, das war's auch schon. Quest ist bereit zur Abgabe. Nun laufe ich zum Abgabepunkt. Das sollte jetzt nicht allzu lange dauern. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich die Software, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Was auf dem Beta-Server bzw. Patch-Server noch nicht so funktioniert und worüber ich mich ärgere. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt, sie dient dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ja, das sieht gut aus. Nein, jetzt habe ich einen Mob gedet. Den habe ich schon öfter getötet in dieser Questreihe von Schwingen der Freiheit. Dann töte ich ihn nochmal. So. Quest ist abzugeben bei Kowalskos in der Bastion an dieser Stelle. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Eizocke, Ende.